aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Sie werden versuchen, den Stopp so schnell wie möglich durchzuführen. Das war eine anständige Zeit. Das Team wird hoffen, dass sie schnell wieder ins Rennen finden und nicht allzu viel Zeit verloren haben. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen?
Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Was für ein Rennen. Hightech GP hat sich heute den Sieg geholt. Gavide, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Bei diesem Rennen und diesem Sieg ging es nur um eins: Beständigkeit. Jeder kann in der einen oder anderen Runde schnell sein, aber es ist etwas anderes, immer wieder in jeder Runde schnell zu fahren. Wenn man das schafft und sich die Fehler der anderen zunutze macht, während man selbst nicht zu viele Fehler begeht, geht es immer weiter nach vorne. Und es wird Zeit für die Siegerehrung. Was für ein verdienter Sieg für Hightech GP.
Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Sensenmann vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Also, Davide Valsecchi, wer ist deiner Meinung nach Fahrerin des Tages? Für mich ist das heute der Sensenmann. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Hightech-GP übernimmt die Führung in der Tabelle. In der Zwischenzeit konnte Art ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der Meisterschaft verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal bei einem weiteren spannenden Rennen dieser Formel-2-Saison dabei sind.
Klasse, das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später wieder ändern und wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Dann gelangst du zum Teamhauptquartier und wir können anfangen, uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen. Hier kannst du Fahrerboni kaufen, um sowohl auf- als auch abseits der Strecke besser zu werden. Der Betrag, den du zusätzlich zu deinem Grundgehalt ausgehandelt hast, kann für diese Boni verwendet werden.